gelaufen bei Schalke gegen Frankfurt. Achtung, und nicht Burkhardt. Achtung, Tor für Paderborn! Und ich schreie es heraus, weil es ein Sensationstor ist. Denken Sie an Bernd Schuster. Denken Sie an Klaus Augenthaler. Denken Sie an alle diese Distanzschützen in der Fußball-Bundesliga. Sie werden getoppt von Moritz Stoppelkamp. 20 Meter vor dem eigenen Tor nimmt er den Ball Volley und schießt ihn übers komplette Spielfeld ins leere Tor der Hannoveraner. Denn Ron-Robert Zieler war bei einer Ecke in der Nachspielzeit mit nach vorne gelaufen. Und dann haut der Stoppelkamp den Ball aus 80 Metern ins Tor. Jetzt steht es 2:0 für Paderborn und 2:2, Burkhardt, immer noch auf Schalke.